Którego aktora lub którą aktorkę najbardziej cenisz? Najbardziej? To jest trudne pytanie. Dużo ich jest. Pana Andrzeja Seweryna, czy pracowałeś kiedyś w branży modowej? Ja mam 16 lat. Pierwsza moja praca w takim sklepie w Montrealu się nazywał Roots, ale tylko zostałem 2 miesiące, bo zwolnili mnie, bo byłem naprawdę okropny. Czy lubisz swoje nowe aktorskie wcielenie? Tak. Dlaczego zdecydowałeś się przyjąć rolę w Królowej? Bo reprezentacja LGBT jest bardzo ważna. Ja mam obowiązek, żeby o tym mówić. Pamiętajcie, serial Królowa z moim udziałem do zobaczenia tylko na Netflix. Jak mi poszło? Den Scott agus Tom fear brodu as an as a Scotland agus as Frankie is Colleen Heen toki agus Je crois que le premier film doit être très personnel et voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Le film parle des sujets qui me concernent comme la vie à Berlin, dans mon quartier à ce moment-là, entre des voisins très différents, les contrastes entre l'Est et l'Ouest. Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço e uma atriz extraordinária. Meu tempo morando com ela no Rio foi minha parte favorita da minha infância. Eu sou o maior fã dela. Te amo você com meu coração inteiro, vovó Zumba. Então, esse dia nós tomamos o capolesen, alortom, o sistesen, rosa toste, o hemas, o trunes, cautosen, protoisepe. Es ist ein fantastisches Gefühl, wenn man einen Kassenschlager hat. Nicht nur einen Kassenschlager in Amerika, aber einen Kassenschlager international. Also der Film ist wirklich sehr gut angekommen. Nicht nur also finanziell, also bei der Kasse, sondern auch bei den Kritiken. Also sehr gut angekommen. Wir haben wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Und das für mich als Schauspieler zurzeit sehr wichtig ist. Das stimmt und es ist deswegen, weil die haben nämlich keinen Stuntman oder Double für mich gefunden, weil es eben keinen zweiten gibt, der solche Muskeln hat. Jedes Kind hat die Träume, dass man reich wird, dass man berühmt wird, dass man früher oder später mal nach Amerika geht und so. Nur war bei mir der Drang viel größer als bei anderen Kindern. Und ich wollte das verwirklichen. Und ich wollte irgendwie ein Mittel finden, dass ich das erreiche, früher oder später. Und ich habe gewusst, dass es im Sport für mich leichter war, weil ich sehr, immer sehr physical war, immer mehr mit Sport zu tun gehabt habe. Und man hat mir damals schon gesagt, mit 15. Hey, 你好，我是刘思慕。我没有像我父母期待的那样在 Google 找份工作，但是我现在为 Google Pixel 6 拍广告，差不多吧？嗯。你可能会问，为什么这个广告是用中文拍的？因为这是有史以来最流利的 Pixel 手机。通过实时翻译，这手机可以帮你用超过45种语言跟人谈话。 Oui, alors, parce que je suis membre du même club à Los Angeles que Monsieur Wagner. Mais quand je rentre à Los Angeles la prochaine fois, je vais parler certainement avec la comité. Absolument. Ça vous. J'ai commencé après la guerre, 1940-1949. J'ai commencé. Je suis complètement passionné. Je les ai faits. Je les ai faits, même dans les championnats quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant, je joue, on les appelle pro-am, ça veut dire professeur, amateur, etc. Je joue avec les pros, je joue avec les amateurs, les célébrités, etc. etc. Et j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait en Europe, j'ai fait partout dans le monde. Ich war wie so ein 12-Jähriger am Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand da nur staunend mit der Kinnlade unten, stand ich da rum und hab... Das hat mich umgehauen, also die Größe von allem. Ein Spiel Zemo, der ein bisschen anders ist als in Original-Comics. Und der
zwar der Bösewicht ist, aber alles, was er macht, eigentlich aus einer nachvollziehbaren menschlichen Motivation heraus macht. Er nimmt Rache, weil er geliebte Menschen verloren hat. Und insofern konnte ich ihn als Figur immer verstehen. Der greift dann schon zu drastischen Mitteln, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber ich konnte schon immer nachvollziehen, warum er das tut, was er da so tut. Und bueno, empieza la película con dos europeos que se encuentran en China. Y es el siglo XII y el mundo no sabe que existe esta gran muralla y lo encontramos nosotros y ahí existen muchos secretos y parece que bueno, hay mucha sorpresa y la gran muralla está para protegernos de un ataque de... Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Certamente se mi propongono una cosa che io non amo fare, neanche nella vita, dico, mi dispiace molto ma sono impegnata. Che comincia a fare le cose? No, mi sentivo sempre pronta ad accettare qualsiasi momento, anche difficile nel cinema, anche difficile certe volte nei personaggi, che mi potesse aiutare, perché io avevo sempre accanto a me una persona intelligentissima, un grande attore, e il suo nome era Vittorio De Sica. Quindi la mia vita è stata sempre benedetta da questa presenza, quasi sempre nei film che ho fatto, quasi sempre. Una gente se va a los Estados Unidos y no quieren hablar a sus hijos en español, pero mis padres sí me hablaron solo en español. Que fui a la escuela, tuve que aprender el inglés ahí y no hablaba nada de inglés. Así que realmente estuve como en una burbuja latina. Hace como 6 años, cuando le hablé el domingo, cuando estaba volando aquí, estaba en un show de tango en Houston. Él es músico, es escritor, es una persona muy artística, ¿no? Ich habe auf Deutsch gesungen und gedreht. Also ein bisschen der Ring der Nibelungen vielleicht. Ich bin Sänger, Sie haben mich gehört, nicht? Ich bin auch Schauspieler. Nein, das ist Klaus Kinski. Ja, ich spreche Deutsch, ich spreche ein bisschen Deutsch. Écoutez, pour moi c'était un avantage parce que avec ma beauté. Pourquoi vous souriez? Mais parce que je me sens pas du tout belle. C'est de la fausse modestie. Non, parce que je ne crois pas que je suis belle dans le sens classique du mot. J'ai un nez trop long, une bouche trop grande pour mon petit visage, tout ça. Mais en tout cas, ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai pu commencer à faire le cinéma parce que les gens croyaient que moi, j'étais très belle. Gracias, muchas gracias a ustedes. Oh, well, entiendo más que hablo, pero entiendo mucho. Estudio hace 15 años a escuela. So Loki es el hermano de Thor. Ok. Y Loki tiene un corazón partido, pero es celoso, es arrogante, es orgulloso, pero es bravo. Le Confessioni è un film che dipinge questo congresso in cui arrivano tutti i paesi del G8 per discutere cosa fare con una grave situazione economica, ma per coprire un pochettino la mancanza di vere soluzioni ai problemi, hanno invitato anche dei VIP. Аз съм доста често. Цялото ми семейство е все още там. И се връщам, когато мога, обаче снимките понякога не ми позволяват да се връщам всеки месец, както бих искала. Ами, не знам, аз не мисля, че те го виждат така. Аз съм просто дъщерята им и сестрата на брат ми. Това е. Не се гледаме. Loki е le frère de Thor.
Mais il est... qu'est-ce que ça veut dire « adopted » ? Adopté. Adopté, il est adopté. Et la famille de Asgard est très, très compliquée parce que la famille est séparée, est divisée. Et Loki est jaloux et il est envieux. Il est un peu en colère de l'intérieur. Il est solitaire, il est méchant. Mais aussi, il est très très charmant, il est élégant. Und dein Kumpel, der war auch eben da hinten gewesen. Was? Wie sich das anhört, ne? Was sie jetzt gerade gesagt hat. Habt ihr das mitbekommen, was sie gerade gesagt hat? Das kann ich gar nicht so wiederholen zu dem, ist ja Wahnsinn. Naja, du solltest anfangen auf dem Gesicht und dann weit wegziehen. Nein. Du solltest anfangen im Close-Up, also dass es erst der Kopf ist und dann, und dann bis hierhin. Du fängst von hier an und gehst nach hinten. Oder sonst mach einfach so, wenn es zu kompliziert ist. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Dann hat sie gefragt, ob die Kamera an ist und ob dein Handy aus ist. Merci beaucoup, Justin. Hallo, tout le monde. Je suis tellement content d'être ici à Montréal. Bonne fierté. Recht herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ich werde zuerst ein paar Wörter in Deutsch sagen. Es ist wirklich wunderschön und fantastisch, hier in meinem Heimatland wieder zu sein, in Österreich, speziell hier in Wien. Diesen R20 Austrian World Summit, an Initiative gemeinsam mit dem österreichischen Bundespräsident Van der Bellen und dem Bundeskanzler hier in Österreich aufzubauen, das ist für mich wirklich eine fantastische Sache und wirklich sehr gut für den Klimaschutz.